In den heutigen Videos schauen wir uns auf jeden Fall die unglaublichen Drop-Details an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall eine neue Partnerschaft an. Und wir schauen uns natürlich auch mal die Daten wieder mal von VVX-Tracker an. Und noch sehr viel mehr. Das alles jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VVOG mit den wichtigsten VVNews, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge spannender Themen mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch direkt mit den nächsten Drop-Details. Und zwar nämlich für heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Und zwar sehen wir nämlich hier die Unglaublichen als Drop mit insgesamt drei Collectibles. Das Ganze natürlich wie immer hier jetzt auch im Waitlist-Format. Unter anderem haben wir hier als allererstes einmal Mr. Incredible. Als Animation mit Sound. Meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr coole Animation, auch mit dem Sound dazu. Ich würde tatsächlich sogar sagen, neben dem Miles Morales mit einer der umfangreichsten Animationen, die wir bis jetzt in der App haben. Könnt ihr mir auf jeden Fall gerne eure Meinung auch zu der Animation unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir hier eine Editionzahl von 2004. Unter anderem haben wir einen Listenpreis pro Blindbox von 40 Gems. Außerdem ist das Ganze natürlich eine First Appearance und es ist an dieser Stelle eine Rare. Der nächste Charakter, den wir hier haben, ist dann natürlich Mrs. Incredible. Das Ganze ist eine Ultra Rare. Unter anderem haben wir hier natürlich auch wieder denselben Listenpreis und Editions auf 1298 Stück. Unter anderem natürlich auch eine First Appearance. Als nächsten Charakter haben wir dann hier Frozen und das Ganze ist eine Secret Rare. Unter anderem haben wir hier natürlich auch wieder den Listenpreis von 40 Gems und eine sehr geringe Editions von gerade mal 700 Stück. Unter anderem ist das Ganze natürlich auch eine First Appearance. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall ein recht interessanter Drop. Wir haben hier roundabout 4000 Editions. Bisschen mit abzüglich der Sachen, die Vivi sich einbehält. Meiner Meinung nach könnte das Ganze recht interessant werden. Auch der Listenpreis ist jetzt nicht so hoch. Ob das Ganze trotzdem über Floorpreis gehen wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Die Secret Rare definitiv. Bei der Ultra Rare bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Bei der Rare auch ehrlich gesagt. Es kommt darauf an, wie hoch die Nachfrage dann wirklich im Markt ist. Nichtsdestotrotz, ja, ist es auf jeden Fall ein Drop, den man mitnehmen kann, wenn man auf jeden Fall das Ganze fühlt. Schreib du mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob du den gesamten Drop mitnimmst oder nicht. Für mich persönlich ist es jedenfalls kein Drop, den ich mitnehme, weil ich einfach das Risiko an dieser Stelle nicht wirklich kalkulieren kann, ob das Ganze ins Minus geht oder nicht. Unter anderem kann ich aber auch mit dem Drop selber relativ wenig anfangen. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren Partnerschaft, die angekündigt wurde und zwar hier geteilt wurde, wieder über Instagram von David Yu. Und wir sehen an dieser Stelle von David VVX Vive Studios. Man muss an dieser Stelle tatsächlich sagen, irgendwie ein bisschen ironisch, dass es hier fast Vive Studios heißt. Aber das Ganze ist auf jeden Fall eine sehr interessante Partnerschaft und auch wieder eine Partnerschaft im asiatischen Raum. Dementsprechend noch sehr viel interessanter. Die Firma selbst hat zum Beispiel auf Instagram gerade mal 1300 Follower. Da wird der jetzt der eine oder andere sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht so viel. Was machen die denn jetzt aber konkret? Und zwar haben die sie nämlich hier an dieser Stelle auf AI-basierte virtuelle Produkte spezialisiert, beziehungsweise auf Virtual Human Tech. Das ist auf jeden Fall recht interessant und wird natürlich auch in den kommenden Jahren weiterhin sehr, sehr populär sein. Ansonsten haben sie an dieser Stelle auch relativ bekannte Brands, die tatsächlich hier auch ihr Vertrauen genießen, wie zum Beispiel Samsung, LG, Hyundai, sind auf jeden Fall alles bekannte Namen. SK Telekom ist an dieser Stelle eine Tochterfirma der Telekom. Jetzt schauen wir uns doch aber an, was könnte das Ganze auf jeden Fall bedeuten. Ich denke, für jeden ist an dieser Stelle klar, AI Based Virtual Products ist natürlich sehr interessant für das Viviverse an dieser Stelle. Meiner Meinung nach ist das jetzt keine Partnerschaft, wo wir jetzt neue Collectibles oder sonst was sehen werden, sondern eher auf der Tech-Seite bzw. infrastrukturmäßig auf jeden Fall einiges sehen können. Wir haben zum Beispiel auch schon gesehen, bei Cryptoys wurde jetzt unter anderem auch das Thema AI auf jeden Fall weiter vertieft. Und Vivi zieht ihr natürlich selbstverständlich nach. Das Ganze meiner Meinung nach sehr spannend auf jeden Fall fürs Viviverse. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was wir dann das Thema AI auf jeden Fall auch angeht, im Viviverse sehen werden. Aber hier auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache und auch eine sehr interessante Entwicklung. Und meiner Meinung nach zeigt es auch hier, dass es weiter nach vorne geht und auf jeden Fall Vivi noch lange nicht am Ende ist. Ansonsten würden sie nämlich nicht solche Sachen hier posten, wo sie neue Partnerschaften ankündigen. Also an dieser Stelle auf jeden Fall. Als nächstes kommen wir zum VVX-Tracker und hier schauen wir uns auf jeden Fall mal die aktuellen Daten des Marktes an, sowie auch der Top 100 Whales. Als allererstes hier auf jeden Fall Market-Aktivität.
In den letzten 7 Tagen gab es einen Rückgang von 14% der Transfers. Ansonsten Trader haben an dieser Stelle zugenommen, 20%. Buyer haben auch zugenommen, 28%. Und die Sellers um 13%. An dieser Stelle sieht man tatsächlich auch ein recht interessantes Szenario. Wir bekommen so langsam tatsächlich weniger Verkäufer fast als Käufer. Also hier ist eigentlich wirklich nur noch ein relativ geringer Abstand zwischen den Käufern und Verkäufern. Und wenn wir natürlich mehr Käufer im Markt haben als Verkäufer, bedeutet das im Schluss, dass wir natürlich auch steigende Preise sehen können, weil einfach Kaufdruck höher ist als der Verkaufdruck. Schauen wir uns aber trotzdem hier nochmal aktive Wallets an. Man sieht an dieser Stelle hier zum Beispiel aktive Wallets. Das war hier mit dem Incredible Hulk Hashtag 1 Comic, einem sehr, sehr, sehr guten Comic mit einer der Grail Comics. Da hatten wir eine Aktivität von gerade mal 12.000 User, beziehungsweise 12.000 User, die mindestens eine Transaktion getätigt haben. Meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht. Ansonsten sehen wir natürlich hier auch recht interessant einen Anstieg der neuen aktiven Wallets. Das können natürlich Bot-Wallets sein, die hier extra dann dafür gemacht wurden, um am Drop teilzunehmen. Das können wir schlichtweg einfach nicht wissen. Aber naheliegend ist es natürlich. Nichtsdestotrotz können es aber natürlich auch neue User sein, die zum Beispiel am Drop teilgenommen haben. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal den Average der Whales momentan an. Das hat sich nämlich tatsächlich auch nicht wirklich stark verändert. Daily Netto-Akkumulation sind roundabout 658 Collectibles. Das ist natürlich auch schon eine Menge, muss man einfach ganz klar sagen. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall hier auch keine steigende Sache. Wir haben ja zum Beispiel letzte Woche gesehen, wo dann plötzlich wir sehr, sehr viel Akkumulation auf der Seite der Whales gesehen haben, steigende Preise gesehen haben. Ich habe auch in dem Video gesagt, haltet euch lieber zurück, die Preise werden wieder nach unten gehen. Genau das ist passiert. Das ein oder andere Collectible ist dann doch weiter oben geblieben, aber im Großen und Ganzen tatsächlich die meisten Collectibles sind wieder gesunken. Ansonsten sieht man hier auf jeden Fall eine weitere kontinuierliche schöne Akkumulation. Auch hier bei den Top Wallets sehen wir auf jeden Fall weiterhin schöne Akkumulation hier bei Dr. Profit. Momentan tatsächlich nur 40 Collectibles roundabout, ist natürlich aber auch im Verhältnis zu sehen. Er hat momentan schon über 17.000 Collectibles. Er hat wahrscheinlich auch einfach schon vieles, was er einfach wollte und was er auch will. Und vieles Spannende kommt jetzt auch gerade, glaube ich, nicht wirklich dazu. Ansonsten sehen wir aber hier natürlich auch bei den vierten wie auch beim sechsten Wallet auf jeden Fall eine sehr große Akkumulation, genauso wie beim siebten. Also auf jeden Fall hier die Whales sind weiter aktiv. Und wenn wir durchscrollen, dann sehen wir eigentlich hier auch insgesamt eine Nettoakkumulation weiterhin sehr, sehr positiv. Wenige negative, wie hier zum Beispiel. Und das ist meiner Meinung nach auch weiterhin auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, dass man auch sieht, okay, die Whales sind weiter am Akkumulieren. Und das auch nicht gerade wenig. Ansonsten kommen wir mal nach Wochen tatsächlich wieder mal auf den Omikros zu sprechen. Der hat sich nämlich momentan relativ wenig bewegt. Geht jetzt hier gerade mit 2,8% in den letzten 24 Stunden einher. Momentan bei einem Preis von 0,0063. Insgesamt befinden wir uns eigentlich schon die letzten 90 Tage hier in einer Range. Und das meiner Meinung nach ist jedenfalls sehr, sehr interessant und könnte tatsächlich, ich möchte ganz klar betonen, könnte der Bottom sein, weil wir einfach hier schon in einer so langen Range sind und das möglicherweise halt auch zum Akkumulieren dient, um dann natürlich den Pump für den Bullenmarkt oder mit guten Announcements dann halt mitzunehmen. Und wenn wir das Ganze uns auch hier nochmal auf TradingView anschauen, es gab hier zum Beispiel auch einen Versuch, hier auf jeden Fall auszubrechen aus dieser Range, haben wir an dieser Stelle nicht geschafft, aber meiner Meinung nach ist das tatsächlich relativ interessant hier momentan. Wir könnten definitiv noch mal einen kurzen Dip nach unten sehen. Der könnte so auf jeden Fall noch mal hier bis 0,053 bis 1 gehen oder 5 tatsächlich sogar. Aber langfristig tatsächlich sehe ich das hier tatsächlich wirklich als Bottom, da wir uns tatsächlich, wenn man das rückblickend mal sich anschaut, noch nie uns in so einer langen Range aufgehalten haben. Das Sentiment ist tatsächlich momentan auch ja, nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut und dementsprechend ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall hier ein sehr, sehr interessanter Bereich momentan. Ich persönlich kaufe hier auch weiterhin nach. Und wir befinden uns jetzt hier, wie gesagt, auch in dieser Range schon seit über 86 Tagen, was meiner Meinung nach auf jeden Fall schon einiges zu bedeuten hat, weil wir hier auch weiterhin keinen großen Verkaufsdruck sehen. Wir haben auch hier nach diesem Low kein weiteres Low gesehen. Wir haben eher neue Highs gesehen, jedenfalls untergeordnet. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, dieser Spike hier, den sollte man an dieser Stelle vielleicht nicht unbedingt super doll beachten. Da hatten wir nämlich einen Anstieg hier von in etwa 30%, die wir gesehen haben, in wirklich einer kurzen Zeit. Sollte man das jetzt ernst nehmen?
Ich würde es persönlich nicht ernst nehmen. Für mich, aber abschließend hier, um es nochmal zu betonen, für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter und spannender Bereich hier wirklich momentan auch nachzukaufen, wenn man an das gesamte Projekt glaubt. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat und es dir geholfen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.